dass er nur darauf brennt, Abenteuer zu bestehen. Ins Zentrum unserer Erde oder auf den Grund der Meere wollen wir mit ihm gehen. Bis zum Mittelpunkt der Welt führt er uns, unser Held. Dort gibt es viel für uns zu sehen. Geheime Wunder der Natur enthüllt er uns, damit wir sie verstehen. Er taucht hinab zum Meeresgrund bis an der Hölle Schlund, beweist uns seine Theorien. Und zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt. Mit ihm auf große Fahrt zu gehen, Abenteuer zu bestehen, ist unser Glück. Sticht Willi Frog in See, dann sind wir dabei, juchhe, und keiner bleibt zurück. Wir reisen in manch fernes Land, das uns bisher war unbekannt. Keinen von uns hält es zu Haus, wenn er sagt, kommt Freunde, wir ziehen in die weite Welt hinaus. Unser Held, dort gibt es viel für uns zu sehen. Geheime Wunder der Natur enthüllt er uns, damit wir sie verstehen. Bis zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt und auf den Grund der See. Zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt wollen wir mit ihm gehen. Das ungeheure Ungeheuer. Wir waren an Bord der Abraham Lincoln und gingen auf Jagd nach dem geheimnisvollen Seeungeheuer. Als wir plötzlich von einem Killerwal angegriffen wurden, rettete uns der Harpunier Ned mit seiner Geschicklichkeit das Leben. Aber noch gefährlicher wurde es, als Monsieur Fogg und ich den Köder für das Seeungeheuer auslegten. Es dauerte nicht lange und wir waren von blutrünstigen Haien umgeben. Nach langer Suche entdeckten wir schließlich doch noch das Seeungeheuer. Während wir an Bord der Abraham Lincoln die Weltmeere durchquerten, konnten unsere Freunde zu Hause im Herrenclub regelmäßig Berichte über unsere Reise lesen, die Ralph, der Journalist, dem Morning Chronicle zukommen ließ. Falls ich mich nicht gewaltig irren sollte, müsste das Schiff, auf dem sich Willy Fogg und seine Freunde befinden. Ungefähr hier sein. Aha, Lord Guinness. Ich wüsste gern, ob Sie schon Neues über Willy Fogg gehört haben. Wir wurden vom Kapitän der Abraham Lincoln darüber informiert, dass Willy Fogg und seine Freunde dem gefährlichen Seemonster direkt auf der Spur sind. Ach ja, wirklich? Na, das klingt ja aufregend. Aufregend würde ich es nicht gerade nennen. Es könnte sich als gefährlich erweisen. Ich hoffe doch sehr, dass Willy Fogg und seine Freunde nicht die nächsten Opfer des Ungeheuers sind. Aber ich bitte Sie, mein Freund, Sie kennen doch Willy Fogg genauso gut wie ich. Welchen Gefahren er auch gegenübersteht, er bewältigt sie immer mit links. Ich wünschte, ich könnte bei ihm sein. Ich frage mich, was Sie wohl gerade in diesem Moment tun. Das Ungeheuer bewegt sich nicht mehr, Captain. Oh doch, es dreht sich nur um. Oh, Willi, sieh nur, es kommt direkt auf uns zu. Nicht aufregen, meine Liebe. Langsam wird es Zeit, die Wahrheit herauszufinden und das Geheimnis aufzuklären. Da gibt es aber kein Geheimnis aufzuklären. Es ist der legendäre Narwal, Mr. Fogg. Da bin ich 100% sicher. Wie dem auch sei, das Ungetüm kommt immer näher. Captain, das Ungeheuer bewegt sich schon wieder nicht. Jetzt reicht mir der Geduldsfaden. Zeigen Sie dem Ungeheuer, wer hier das Sagen hat. Carlo, geben Sie Befehl an den ersten Maschinisten. Volle Kraft voraus. Aye, aye, Captain. Volle Kraft voraus. Ich will, dass es langsam mal losgeht. Ned, harpunieren Sie diese Kreatur. Wird mir ein Vergnügen sein, Kapitän, und ich werde Sie nicht nur kitzeln. Einen Moment noch, Ned. Sie schwimmt von uns weg. Das ist das Merkwürdigste, was ich je gesehen habe. Hey? Es bewegt sich zwar, aber nicht wie ein Lebewesen. Ich habe Ihnen ja schon tausendmal gesagt, es ist der Narwal, aber Sie hören mir nie richtig zu. Was es auch sein mag, es bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Meine Leser werden mich für verrückt halten.
Schön weiterschaufeln. Wenn wir dieses Ungeheuer einholen wollen, müssen wir volle Kraft fahren. Oh, mon Dieu, ich glaube, ich zerfließe. Wenn wir so weitermachen, wird der Druck so groß, dass wir mitsamt dem Kessel in die Luft fliegen. Ich glaube, ich höre nicht mehr richtig. Ihr wollt uns wegen einem lächerlichen Riesenfisch in die Luft jagen? Ach, Tico, wären wir doch bloß zu Hause in London geblieben. Noch mehr Kohlen, Gus. Wir brauchen noch viel mehr Kohlen. Von mir aus, wie du willst. Aber ich hab euch gewarnt, wir fliegen in die Luft. Na, wer sagt's denn? Wir nähern uns diesem Ungeheuer. Halten Sie sich mit Ihren Harpunen bereit, Ned. Keine Sorge, Kapitän. Das Ding ist ja nicht zu verfehlen. Gentlemen, es kommt an die Oberfläche. Ganz recht, Mr. Fogg. Alle Harpunen bereit? Toll, eine hübsche Zielscheibe. So leicht hatte ich's noch nie. Da ist es, Ned. Los! Das gibt's doch nicht. Kein Meereslebewesen würde so einen Harpunenangriff überleben. Da haben Sie recht, aber das hier ist kein Lebewesen. Na gut, Mr. Fogg, was ist es denn Ihrer Meinung nach? Ich bin mir nicht sicher, Kapitän, aber wir werden es bestimmt bald herausfinden. Hey! Tut mir echt leid, Captain, aber wir können dieses Ungeheuer nicht mehr weiterverfolgen. Uns sind die Kohlen ausgegangen. Oh, mon Dieu, wir treiben hoffnungslos auf hoher See, Monsieur Fogg. Immer mit der Ruhe, Rigodon, was es auch sein mag, es ist schon wieder untergetaucht. Ich krieg noch eine Krise. Erst gehen uns wegen dem Monster die Kohlen aus, dann spielt es Verstecken. Ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind. Ich mag dieses Ungeheuer nicht. Psst, darf ich um etwas Ruhe bitten, Tico, sonst hören wir ja nichts. Ich glaube, es ist ziemlich tief untergetaucht. Mon Dieu, hoffentlich bleibt es da, wo es ist. Ich möchte nicht vom Ungeheuer gefressen werden. Irgendwo muss es doch sein, es kann sich doch nicht einfach an Wasser ausgelöst haben. Willi, mein Liebster, was geht hier vor? Wie ich immer gesagt habe, Mr. Fogg, Narwale sind sehr intelligente Lebewesen. Oh ja. Sagten Sie soeben Lebewesen, Professor? Wollten Sie mir etwa damit so ganz nebenbei sagen, dass hier noch mehr von diesen Blubberwesen herumschwimmen? Seht nur, da unten treten hunderte von Luftblasen an die Oberfläche des Wassers. Gentlemen, was dieses Ding auch sein mag, es schwimmt direkt unter dem Schiff durch. Oh nein! Das heißt also, dass... Der riesige Narwal? Auf der anderen Seite? Unseres Schiffes ist... Auch... Oh, mon Dieu! Oh, ja. Wo kann er nur sein? Wo ist der Narwal? Wo hat er sich denn versteckt? Das gibt's doch nicht. So ein Riese kann sich doch nicht plötzlich unsichtbar machen. Oh, von mir aus schon. Ich will das Monster nie wieder sehen. Oh je, da hinten. Könnt ihr das auch sehen? Da ist sowas wie ein ganz helles Licht direkt vor uns. Oh. Oh. Meine Liebe, es kommt frontal auf uns zu. Oh, um Himmels Willen, es will uns doch nicht etwa rammen. Wenn er mit uns kollidiert, gehen wir mit Sicherheit unter. Und wir können überhaupt nichts dagegen tun? Oh, mon Dieu, warum sind wir nicht beim Zirkus geblieben, Tico? Dieses grelle Licht ist doch viel heller als der hellste Scheinwerfer im Zirkus. Es wird uns versenken, wir kommen alle um. Ich begreife das einfach nicht. Ich habe noch nie von einem wütenden Narwal gehört, der ein Schiff angreift. Oh, warum hat sich dieses Monster ausgerechnet unser Schiff ausgesucht? Es sieht mir ganz so aus, als bereite es sich auf einen Angriff vor. Alle Mann, weg hier! Vielleicht hat diese Bestie nicht mehr alle auf der Reihe und hält sie für einen Stier. Wir sollten alles Rote vom Schiff entfernen. Oh, mon Dieu, wer behauptet eigentlich, eine Seefahrt wäre lustig? Eine Flutwelle ist dagegen ein kleiner Spritzer. Wir müssen über Bord springen, aber immer einer nach dem anderen. Bitte nicht drängeln! Das darf doch nicht wahr sein. Hast du nur Unfug im Kopf? Oh, mon Dieu, und ich muss dich wieder mal retten.
Hilfe! Das Wasser ist lausig kalt. Ich fühle mich wie ein schockgefrorenes Fischstäbchen. Oh! Romy, mein Liebling, so sag doch was. Sprich mit mir. Hilfe! Hilf mir denn keiner! Jetzt spitz mal deine Ohren, du Monster. Ich kriege dich, und wenn das meine letzte Tat ist. Captain, wir haben einen Wassereinbruch. Sie müssen zum Rettungsboot und das Schiff verlassen. Schnell, Sie müssen sich retten, solange Sie noch können. Niemals. Ich bin der Kapitän dieses Schiffes. Wenn die Abraham Lincoln untergeht, dann gehe ich mit unter. Aber Sie beide gehen auf der Stelle von Bord. Das ist ein Befehl. Oh, Willi, was ist passiert? Die Abraham Lincoln wurde gerammt und wir wurden über Bord gespült. Aber keine Sorge, meine Liebe, man wird uns sicher bald retten. Oh, mein Kopf tut so weh und mir ist so schwindelig. Dir ist ein Mast auf den Kopf gefallen, meine Liebe. Aber das wird schon wieder. Sieh nur, Willi, die Abraham Lincoln entfernt sich von uns. Was sollen wir denn jetzt tun? Immer schön weiterstrampeln und keine Panik. Ich bin mir sicher, sobald es geht, wird der Kapitän sofort umkehren. Wir müssen auf alle Fälle die Ruhe bewahren. Natürlich, wir müssen Ruhe bewahren. Hilfe, 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 ich kann nicht schwimmen, Hilfe! Das ist Professor Aronnax, ich würde sagen, ihm steht das Wasser bis zum Hals. Du helfst mir doch, bitte helf mir! Hilfe, Hilfe, die Stimme des Professors kann ich hören, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Professor Aronnax, wo sind Sie, Professor? Wo geht ihr hier drüben? Ich ertrinke! Wir müssen sofort handeln. Strampel so schnell du kannst. Wir schwimmen in die Richtung, aus der die Stimme des Professors kommt. Wir müssen uns beeilen, denn sonst ertrinkt er. Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Halten Sie durch, Professor, wir sind gleich da! Das war Rettung in letzter Sekunde! Willkommen an Bord unserer bescheidenen Yacht, Professor Aronnax. Danke, meine Freunde, vielen Dank. Noch einen einzigen Schluck und ich wäre ertrunken. Es hat mich verloren. Mann, Carlo, jetzt hören Sie endlich mal auf zu zappeln und halten Sie den Arm still. Wie soll ich ihn denn sonst verbinden? Also, ich weiß nicht, warum Sie sich jetzt darüber Gedanken machen, Captain. Das Schiff brennt, das Ruder ist gebrochen und wir treiben hilflos im Wasser. Um uns aus diesem Schlamassel wieder rauszuholen, brauche ich gesunde und kräftige Männer. Ich muss ständig an den Schlamassel denken, in dem Willi Fock und seine Freunde jetzt stecken. Die Ärmsten wurden über Bord gespült. Wir müssen sofort umkehren und sie suchen. Ja, Sie haben völlig recht, Carlo. Genau das werden wir tun. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hey, Hilfe! Wir sind hier drüben! Hier sind wir! Ahoi, Hilfe! Es ist zwecklos, Mr. Fox. Sie können uns nicht hören. Sie fahren weg. Wir sind auf uns allein gestellt. Ich verstehe den Kapitän nicht. Irgendjemand muss doch gesehen haben, dass wir über Bord gespült wurden. Komm zurück, Hilfe! Komm zurück! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Das Schreien bringt doch nichts. Sie sind zu weit weg, um uns zu hören. Ich bin fest davon überzeugt, dass man so bald wie möglich nach uns suchen wird. Wie ist dein Befinden, mein Liebes? Geht's dir wieder besser? Ja, danke. Aber was sollen wir jetzt nur tun, Willi? Ein wenig ausruhen und Kräfte sammeln. Sei still. Ich glaube, ich höre in der Ferne ein seltsames Geräusch. Hä? Ich höre nichts. Es besteht kein Zweifel. Ich erkenne diesen Ton sofort. Das ist Tico. Ja, du hast recht. Es ist Tico. Tico, nicht aufhören zu pfeifen, bis wir wissen, wo du steckst. Kalkuliert man die Meeresströmung mit ein, würde ich sagen, dass Tico von hier etwa 100 Meter in dieser Richtung treibt. Unglaublich. Schön weiter schrammeln, Professor. Wir sind ganz dicht dran. Ticos Pfeifen wird immer lauter. Jetzt nur nicht müde werden. Du verschwendest nur deine Luft, uns hört sowieso keiner. Oh, mon Dieu, ich glaube, wir sind die Einzigen, die diesen furchtbaren Angriff überlebt haben. Wie kannst du sowas sagen? Red doch nicht so Blödsinn. Du weißt genau, Mr. Willi Fogg würde sich nie von einer aufgeblasenen Sardine unterkriegen lassen. Hoffentlich kommt uns bald jemand zu Hilfe. Ich hab schon ganz nasse Füße. Ist vielleicht eine blöde Frage, aber kannst du mir bitte mal verraten, worauf wir hier überhaupt stehen, Ned?
Keine Ahnung. Was es auch ist, es hat uns jedenfalls das Leben gerettet. Vielleicht stehen wir auf einem alten Schiffswrack. Eigentlich ist mir alles recht, solange es kein Seemonster ist. Oh, mon Dieu, darüber macht man nun wirklich keine Scherze, Tico. Mich macht es fürchterlich nervös, nicht zu wissen, worauf ich stehe. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, worauf man steht. An deiner Stelle wäre ich froh, wenn dir die Ohren nicht mit Wasser volllaufen. Ich pfeife jedenfalls weiter und wenn es sein muss, auch aus dem letzten Loch. Vielleicht hört mich ja doch jemand. Wo bist du? Oh, das ist doch die Stimme von Monsieur Fogg. Oh, wie ich mich freue, er hat überlebt. Na siehst du, Rigodon, das habe ich dir gesagt. Mr. Fogg, Mr. Fogg, wir sind hier drüben. Hier sind sie. Ahoi, willkommen, Tico. Darf man fragen, auf was ihr da steht? Das Wasser reicht euch nur bis an die Knöchel. Das wissen wir nicht, aber wir hätten noch ein Plätzchen für Sie frei, Prinzessin Romy. Darf ich bitten? Monsieur? Haben Sie eine Ahnung, was es sein könnte, Monsieur Fogg? Äußerst seltsam. Ich könnte schwören, es ist aus Metall. Als ich die Harpune nach dem Seeungeheuer geworfen habe, kam mir das auch wie Metall vor. Erinnern Sie sich noch? Oh, Oh, mon Dieu! Professor Aronnax, glauben Sie etwa, dass wir auf dem Rücken eines Ungeheuers stehen? Oh nein! Bitte nicht! Ich habe heute schon genug gelitten! Immer mit der Ruhe, was es auch ist, es kommt an die Oberfläche. Was mag das schon sein, Willi? Seltsam, sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Aha! Wie ich vermutet habe, dieses Seeungeheuer ist nichts anderes als eine von Menschenhand gefertigte Maschine. Mon Dieu, schlimmer geht's nicht mehr. Wir stehen auf dem Rücken eines ungeheuren Ungeheuers. Keine Panik, das ist kein Ungeheuer, sondern nur eine Maschine. Selbst wenn das nur eine Maschine ist, beruhigt mich das überhaupt nicht, Tico. Nehmen wir doch mal an, dieses Ding hier hat unser Schiff angegriffen. Was wird also passieren, wenn es rauskriegt, dass auf seinem Rücken ein paar blinde Passagiere mitfahren? Das ist ja unglaublich, Mr. Fogg, einfach unglaublich. Ein von Menschenhand gebautes Unterwassergefährt. Aber es muss doch hier irgendwo eine Tür geben. Richtig, Professor, doch sie muss geschickt getarnt sein. Ich kann sie nirgendwo sehen. Das gibt's doch nicht, da muss man doch irgendwie reinkommen. Oh, Willi, mein Geliebter, ich fürchte mich ja so, wenn es wieder abtaucht, ertrinken wir alle. Hä? Ich glaube nicht, dass wir ertrinken werden, meine Liebe. Mon Dieu! Alle Mann zurücktreten! Sollten sich da drin ein paar Unterwasserpiraten verstecken, überlass die mir, die prügle ich windelweich. Ich finde es sehr aufregend zu erfahren, wer da gleich herauskommen wird. Ich habe Schritte gehört. Oh, mon Dieu, wie viele Leute kommen denn noch aus dem Bauch dieses schrecklichen Seemonsters raus? Ich habe noch nie im Leben so viele finstere Gestalten auf einem Haufen gesehen. Wenn Sie mich fragen, Mr. Fogg, sehen die nicht gerade freundlich aus? Schönen guten Tag, Gentlemen. Mein Name ist Willi Fogg und das hier sind meine Freunde und Reisebegleiter. Wir waren an Bord der Abraham Lincoln, als wir angegriffen und über Bord gespült wurden. Noch einen Schritt näher und ich mache Krabbenfutter aus euch. Ihr möchtet gern Piraten. Sehr aufmerksam, aber ich kümmere mich schon darum. Mit Gewalt erreichen wir hier gar nichts. Meine Herren, sagen Sie bitte Ihrem Kapitän, dass wir in friedlicher Absicht kommen. Oh nein, ich glaube, er will damit andeuten, dass wir in dieses Blechmonster reinsteigen sollen. Also, wenn du mich fragst, gefällt mir das alles überhaupt nicht. Erfüllen wir Ihnen den Wunsch. Ich persönlich finde es faszinierend, sich auf so einem Gefährt umzusehen. Bin gespannt, wie das alles funktioniert. Richtig. Wenn wir einfach nur das tun, was Sie wollen, wird uns bestimmt nichts passieren. Also vorwärts. Ich habe das blöde Gefühl, dass da unten Gefahr auf uns lauert. Wir lassen uns von niemandem auf der Nase herumtanzen, Rigodon. Flossen weg, du Spatzenhirn. Ich finde den Weg darunter auch allein. Oh. Okay, Leute, runter mit euch. Ich komme hier in dieser Büchse vor wie eine Ölsardine. Oh,
Mon Dieu, ich habe mich in so engen Räumen noch nie wohl gefühlt. Ich weiß schon jetzt, dass es mir nicht gefallen wird. Außerdem glaube ich, dass wir nie wieder frische Luft schnappen werden. Ach, wären wir doch nur in London geblieben. Da sind wir einer Meinung. Mir gefällt's ja auch nicht. Oh, Billy, mein Geliebter, was wollen diese Leute bloß von uns? Das werden wir gleich erfahren, meine Liebe. Hey, was ist denn in Ned gefahren? Springt der? Lass mich hier sofort raus. Ich will hier raus. Jetzt drehen Sie bloß nicht durch. Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Ich muss hier raus. Ich krieg hier unten eine Krise. Lasst mich raus. Oh, Billy, mein Liebster. Ja, weiter so, Ned. Gib ihn von mir noch eine mit. Lasst mich los, ihr hässlichen Straßenköter. Seid ihr schwerhörig, ihr sollt mich loslassen. Ned, hören Sie doch bitte auf, was soll denn das? Sie bringen uns nur unnötig in Gefahr. Ned, bitte, Sie müssen auf Mr. Fogg hören. Beruhigen Sie sich wieder, dann können wir vielleicht mit diesen Männern reden. Ist ja gut, ich reiße mich ein bisschen zusammen, aber eins sage ich Ihnen, Professor. Hier bleibe ich auf gar keinen Fall, bei der nächsten Gelegenheit fliehe ich. Folgen Sie mir. Okay, ich komme mit, aber wehe mich toucht einer an. Und eins merkt euch, ich komme mit, weil ich es möchte und nicht, weil ihr mich dazu zwingt. Vogt, mein Freund, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie spannend ich das hier finde. Einen Narwal kann jeder jagen. Aber wer hat schon die Chance, ein Unterwassergefährt zu erforschen? Hallo, Sir. Wollte Meldung erstatten, dass wir Sie alle haben. Wir bringen Sie nun zu Ihren Kabinen, Sir. Wir haben alles im Griff. Kein Problem. Hast du das mitgekriegt? Er hat in diese Muschel gesprochen und irgendjemand hat ihm geantwortet. Ich wüsste nur zu gern, wer da am anderen Ende der Leitung war. Es gibt also einen Kapitän auf diesem Tauchboot. Wir müssen versuchen, ihn so schnell wie möglich kennenzulernen. Nur so finden wir vielleicht heraus, warum sie uns hierher gebracht haben. Ganz recht, man ist uns eine Antwort schuldig. Bitte treten Sie ein. Na gut, von mir aus gehe ich da rein, aber ihr könnt eurem feigen Kapitän verklickern, dass nicht der Harpunier zum Kampf bereit ist. Ich mache kleiner als aus dieser Dose. Aha. Wir sehen uns später, Mr. Fogg. Versuchen Sie, so viel wie möglich über dieses Boot herauszufinden. Ich möchte wissen, wie es funktioniert. Mit Vergnügen, Professor. Viel Glück, meine Freunde. Oh. Keine Sorge, meine Liebe. Da lang, bitte. Oh nein, mir schlottern die Knie. Was haben die nur mit uns vor? Auf jeden Fall bleibe ich bei dir, Rigodon. Was auch passieren wird, wir beide sind unzertrennlich. Romy, du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Wir sind bald wieder zusammen. Ich werde alles Wichtige herausfinden. Sei vorsichtig. Hier sind ihre Quartiere. Sagen Sie Ihrem Kapitän, Mr. Willy Fogg möchte ihn so schnell wie möglich sprechen, verstanden? Während die Abraham Lincoln weiterhin auf der Suche nach uns ist, hält man uns an Bord des U-Bootes Nautilus gefangen. Eine Flucht ist unmöglich. Mein Herr, Monsieur Willy Fogg, ist über das Benehmen der Besatzung empört. Aber schließlich treffen wir doch auf den Mann, der für dieses unglaubliche U-Boot verantwortlich ist. Er zeigt uns die Wunder des Ozeans, was uns sehr beeindruckt. Aber er verrät uns nicht, wie lange wir hier noch gegen unseren Willen gefangen gehalten werden. Oh, mon Dieu!